Hallo, herzlich willkommen zu RBB 24. 4 Menschen starben, darunter ein 3-jähriger Junge, als ein SUV in Berlin-Mitte auf den Gehweg raste. Das war im September 2019. Und jetzt wird der Fahrer angeklagt. Ja, anderes Thema. Wie geht's nun weiter in Berlin? Auch die Hauptstadt hat ja nun dreimal hintereinander die 100er-Marke bei der Inzidenz gerissen. Und trotzdem soll nicht pauschal die Notbremse gezogen werden. Alternativen sollen her. Und darum ging es heute im Abgeordnetenhaus. Ja, im Abgeordnetenhaus darf man sitzen, aber im Hörsaal nicht. Man müsse darüber diskutieren, ob als nächste Studierende oder die Auszubildenden oder andere Jüngere in die Impfstrategie reingenommen werden, sagte der Regierende heute. Der Sehnsuchtsort Uni, auch für die Studierenden heißt es ja seit einem Jahr Online-Studium statt Präsenzveranstaltung. Jetzt könnte man sagen, die jungen Akademikerinnen können ja gut selbstständig von zu Hause lernen, wenn das selbst Fünftklässlerinnen müssen. Aber Studium ist ja auch so viel mehr als reine Wissensvermittlung. Debatte und Kontroverse gehören eben auch dazu. Ja, dafür gibt es großen Applaus. Und bei mir zugeschaltet ist Peter Heiß vom Studentenwerk in Potsdam. Herr Heiß, Studieren ist ja ganz klar mehr als reine Wissensvermittlung. Wie wird das nun gespiegelt? Wie erleben Sie das von den Studenten und Studierenden in Potsdam? Genau, Sie sagen schon, es ist auch eine kreative Zeit, gedanklich, kontrovers, die Debatten fehlen. Eigentlich ist es mit viel Leben gefüllt. Gibt es auch Angebote neben dem Online-Studium? Die ganze Struktur fehlt, das ist klar. Nun ist aber auch beim Studium die Theorie ja nicht alles. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Findet Arbeit an Materialproben statt? Gibt es physikalische Experimente? Das kann doch sonst irgendwie gar nicht richtig vermittelt werden. Absolut. Nun ist heute entschieden worden, hier auch in Berlin vom Senat, dass die Regienstudienzeit verlängert wird. Also das gibt zumindest keine Nachteile beim BAföG. Das ist ja schon mal ein Schritt. Oder wie sind Ihre weiteren Forderungen? Was würden Sie sich im Idealfall wünschen? Genau, das ist nicht zu ersetzen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Arbeit. Ja, viel Kritik musste sich Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst anhören. Zu kurzfristig seien Entscheidungen rund um die Öffnung von Schulen gefallen. Auf Antrag der AfD sollte sie aus ihrem Amt entlassen werden. Und es gab weitere wichtige Entscheidungen für die Wirtschaft im Landtag. Und damit beginnt unser Nachrichtenüberblick. Das ging schnell. Vor 2 Tagen lag die Inzidenz noch unter 50 in Frankfurt-Oder und heute bei 122. Was ist passiert? Trotz Teststationen an der Grenze zum Hochinzidenzland Polen mit einer mehr als 300 Inzidenz kommt Kritik auf. Es werde zu wenig kontrolliert. Das alles hat natürlich erhebliche Folgen für die Pendler in der Region, die auch so wichtig sind für Kliniken, Schulen, Betriebe. Doch die Neuinfektionen seien so gut isoliert, die würden nicht mit eingerechnet, hieß es jetzt von der Stadt. Damit ist man rechnerisch wieder unter 100. Sich im Restaurant wieder entspannt an einen Tisch setzen und verwöhnen lassen, das soll in Cottbus wieder möglich sein. Denn die Stadt in der Lausitz will Modellregion werden mit Apps und Tests und Hygienekonzept. Auch Hotels, Kultur und Tourismus sollen so wieder hochgefahren werden. Unterdessen gibt es Kritik an der Testpflicht in Potsdam. Hier darf ja ab Samstag nur noch mit einem negativen Test geshoppt werden. Und zwar einem offiziellen Test. Viel zu aufwendig, kritisieren schon die Händler. Rund 1100 Menschen haben am Abend in Berlin gegen die Räumung der linken Szene-Kneipe Meuterei demonstriert. Sie zogen von Prenzlauer Berg nach Mitte. Es gab mehrere vorübergehende Festnahmen. Vereinzelt wurden Bengalos und auch Pyrotechnik gezündet, Steine und Flaschen geworfen. Bereits am Morgen wurde ja demonstriert. Die Einzelheiten dazu jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Tempo beim Impfen, darauf warten wir ja alle. In Brandenburg hat bis jetzt jeder 10. seine erste Impfung bekommen. Das reicht natürlich noch lange nicht. Und seit vergangener Woche liegt das ja verantwortlich nicht mehr alleine beim Gesundheitsministerium. Ein Stab im Innenministerium koordiniert jetzt die Impfstrategie. Was machen die da besser? Ja klar, was nicht da ist, kann nicht verimpft werden. Aber was soll denn kommen? Folgende Impfdosen sind für Brandenburg für April geplant. Ja, und das muss dann aber auch in die Arme der Brandenburger und Brandenburgerinnen. Und da hat der neue Leiter des Impfstabs heute noch mal betont, dass zunehmend auch die Arztpraxen geimpft werden. Also nicht die Arztpraxen, sondern in den Arztpraxen geimpft werden soll. Mal wieder die Füße in den Sand, warmes Wasser, Sonne und dafür einen Test über sich ergehen lassen? Warum nicht, oder?
Ja, verrückte Welt. Reisen können Sie natürlich überall hin. Nur bei uns sind Hotels geschlossen. Auch Camping- oder Ferienwohnungen dürfen nicht vermietet werden. Aber wer mit dem Flieger reist, der muss sich ab Sonntag testen lassen. Ja, damit sind wir beim Sport und dazu gehört natürlich auch, klar, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die hatte heute Abend ihr erstes WM-Quali-Spiel. Max, du lief ganz gut, ne? Lief sehr gut. Gegen Island gab es ein 3-0 und der Berliner Antonio Rüdiger, der stand 90 Minuten auf dem Platz. Andrea. Ja, danke schön, Max. So, von und mit dem Flussleben, das ist das Leben von Fischer Schröder. Er lebt direkt an der Havel, wie seine Großeltern, Urgroßeltern schon, ist er da aufgewachsen und will auch nirgendwo anders sein. Ja, sehr cool. So, wir schauen noch flott aufs Wetter. In der kommenden Nacht ist es teils wolkig, teils gering bewölkt. Auch kurze Schauer sind möglich. Die Tiefstwerte 2 bis 5 Grad. Vereinzelt auch mal frischer. Morgen am Freitag scheint dann neben einigen Quellwolken immer mal wieder die Sonne. Vereinzelt kurze Schauer 14 bis 17 Grad. Am Samstag ist der Spaß vorbei. Ein Tief bringt deutlich kühleres, windiges und auch ungemütliches Wetter mit kräftigen Schauern und noch einzelnen Graupelgewittern. Ab Sonntag dann erst noch viele Wolken und vor allem im Norden ein bisschen Regen. Aber dann am Montag ist es schon wieder ein bisschen besser und bis zu 17 Grad sind drin. Das war's von uns für heute. Hier gibt's jetzt den Polizeiruf 110, die Folge Mordsmäßig Mallorca. Unsere Programmplanung hat Humor, aber eigentlich geht's um den 80. Geburtstag von Rolf Zacher. Also viel Spaß, wir sehen uns morgen. Tschüss.